Hi, ich bin Rebecca von 54.de und wir sind heute bei der beliebtesten Weihnachtsshow an der Mosel, nämlich dem Trierer Weihnachtszirkus. Die Show geht dieses Jahr in die 17. Runde und wir werden heute ein paar Künstler interviewen und euch ein paar exklusive Einblicke liefern. Ja, reinspazieren in die Manege. Könntet ihr euch einmal vorstellen und sagen, was ihr auf der Bühne gemacht habt? Well, we are duo forza. Duo. Dos. Uno. Dos. Seid ihr Brüder oder nur ein Duo? We are friends and we make a hand, comical hand to hand. We are comedians. Wie fandet ihr die Show? Ist alles gelaufen wie geplant? I enjoy doing. Yeah, it's so funny. Yeah, we enjoy the show. Everything is never is go never goes like it's planning, but that's the thing, that's the mystic of the being a stage, that's the what we love. Everything can change like that and we have to be ready for keeping being like that. Wie bereitet ihr euch für Shows vor? For prepare this style of act you need a lot of many years for knowing the technique for the acrobatic things and something. And later you need the plus of a comedy. For the comedy, it's personal. Not everybody is ready for doing same time technique, acrobatic with high level and comedian, you know? Because it's different when I wanna do that one trick, I need the focus in this moment. But after I need to change the mentality, few seconds later, for hey, for a smile, for throwing the floor or whatever. It's difficult, this moment of the serious. Wie lange macht ihr das schon? We work together since 8 years ago. Ist das euer erstes Mal, dass ihr auf dem Weihnachtszirkus auftretet? It's the last. The first and the last. No, it's a joke. No, it's so amazing team. Yeah. It's really, really good person. The owners too. Yes, amazing. Yeah, they are everybody. They are just care about everything, about how we work, how we do, if we are comfortable, if we need something. That's really, really nice. That's we appreciate that. We appreciate all of that because we feel like a family. Kannst du dich einmal vorstellen und sagen, was du heute auf der Bühne gemacht hast? I'm Victoria and I make a real hoop. Wie fandest du die Show? Ist alles gelaufen wie geplant? Yeah, it's I enjoy so much. I like to be on stage. It's my life. I don't see my life without stage. You know, it's all my life inside the ring. Wie trainierst du für die Show? Before my act, I must make warm up, 15 minutes, and I must prepare my costume, my makeup, my hair. It's all must be look perfect. You know. Ist es das erste Mal, dass du heute auf dem Weihnachtszirkus aufgetreten bist? No, I'm here second year. Last year I make here pole act. Was würdest du sagen, macht den Weihnachtszirkus in Trier so besonders? Here it's all time so good atmosphere and this decoration we make with love, you know, it's so good. I love Christmas time, it's magic time. And this artist, it's all so friendly. It's we stay together all time and help each other. So, and we make all for people enjoy this show. Würde ich gerne erstmal wissen, wie hat dir heute die Show gefallen? Die Show hat mir sehr gut gefallen. Es war eigentlich alles dabei, was man sich wünschen würde oder auch wie man sich, sage ich mal, einen Zirkus vorstellt, von Tieraktionen über Akrobatik, Belustigung oder Showeinlagen mit Witz, mit Humor, auch das Künstlerische, Sportliche. Also es war eigentlich von allem, wie man so einen Zirkus auch verbindet, was geboten, auch mit sehr viel ja, Freude, Spaß und auch alles sehr professionell, muss man sagen. Hattest du ein persönliches Highlight heute? Gut, mein Highlight war generell, sage ich mal, die Showeinlagen an sich, alles, was, sage ich mal, körperlicher Natur betrifft, weil ich das
natürlich jetzt mit meinem Unfall so etwas auch verbinde und gerade das, was mir jetzt fehlt oder was ich selber nicht mehr kann, viel mehr nochmal zu schätzen weiß oder weiß, was ich vermisse. Und sagen wir alle, jedes einzelne Show-Element war für mich eigentlich ja, faszinierend, weil man da genau mitfühlt, sehr der Künstler in seiner Show-Einlage drinsteckt und dass er einfach alles gibt. Dadurch, dass man einfach 100% gibt, jede Show einzigartig und jeder Künstler hat so sein gewisses Etwas, wo einen begeistert und mitzieht. Dem kann ich nur zustimmen. Mir hat auch heute wirklich jeder gefallen. Du hast eben schon angesprochen von deinem Unfall. Könntest du uns noch mal kurz erzählen, was passiert ist? Ja, also ich hatte September 2021 einen schweren Reitunfall, bei dem ich mir mehrere Halswirbel gebrochen habe und aufgrund dessen ja inkomplett querschnittsgelähmt bin. Das heißt, ja, dass ich halsabwärts mich nicht mehr bewegen kann und auch die Handfunktionen betroffen sind. Ja, und seitdem kämpfe ich mich nochmal zurück und ja, versuche das Beste daraus zu machen und ja, mich nochmal Stück für Stück an mein altes Ich, so gut es mir möglich ist, nochmal zurückzukämpfen. Also ich sammle quasi für eine OP, die es mir hilft, nochmal auf die Beine zu kommen und auch eventuell ein paar Schritte zu machen. Und diese kostet, die OP-Kosten belaufen sich auf 90.000 Euro. Mit anschließenden Reha-Maßnahmen etc. brauche ich ca. 150.000 Euro. Und da sind wir halt dran. Mein Kollege, der Tim Kohler, hat das Ganze, sag ich mal, organisiert, mit ins Leben gerufen, den Kontakt zum Wochenspiegel hergestellt, die ja den Abend auch hier tatkräftig unterstützen. Der Zirkus hat auch natürlich direkt Ja gesagt. Auch mein Polizeichef oder der Präsidenten steht hinter mir, sodass, sag ich mal, das Ganze natürlich auch für mich heute Abend stattgefunden hat, wo ich auch sehr dankbar bin. Ja, ich finde es auch richtig bemerkenswert, wie viele Leute hinter dir stehen und dich auch auffangen. Und wir werden auch auf jeden Fall den Link zur Spendenaktion in unsere Videobeschreibung packen. Und ja, wir hoffen, dass du einen schönen Abend heute hattest und wir danken dir für deine Zeit. So, die Show ist vorbei und wir hatten auf jeden Fall eine riesige Menge Spaß. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar interessante Eindrücke liefern. Und wenn ihr jetzt noch selber Lust habt, den Weihnachtszirkus zu besuchen, dann habt ihr bis zum 31. Dezember noch Zeit dafür. Das war's von mir. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.